haben jetzt hier eine vegane Pizza. Tomate, Oregano, so käsemäßig. Ran mit dem Tisch. Jetzt probieren wir einmal die vegane Mini-Pizza. Wie gesagt, die wird wahrscheinlich nicht großartig special schmecken, weil da keine Sachen wie Salami, Jalapenos drauf sind. Die ist jetzt ein bisschen weich. Unten geht sie aber. Mal schauen. Naja, gut. Ein bisschen weich ist sie schon. Obwohl, wie gesagt, unten geht's. So. Also das Erste, was man schmeckt, ist auf jeden Fall der Oregano. Also das Brot ist schon mal sehr weich und gut von der Konsistenz her. Sonderlich special, wie ich es mir schon gedacht habe, schmeckt die jetzt nicht wirklich. Müsste ich die bewerten? Von 1 bis 5 sagen wir jetzt einfach mal 1,5. Also ich glaube, wenn man jetzt da selber Jalapenos drauflegt oder irgendwelche kleinen Peperoni-Scheiben, wäre die, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Aber die schmeckt einfach sehr basic. Bitte wundert euch nicht, wie ich gerade aussehe. Ja, dazu sage ich jetzt gerade gar nichts. Ich habe heute bisher noch nicht so viel gefilmt. Wir haben jetzt schon den halben Tag rum. Aber ich werde jetzt noch ein bisschen filmen. Ich nehme euch mit. Und dann werde ich heute Abend eine Vorbereitung machen für mein Video für morgen. So, Freunde. Ich zeige euch jetzt mal eine kleine Haul, was ich gerade alles gekauft habe, weil ich war noch mal einkaufen. Erstmal zu den uninteressanten Sachen. Ich brauchte ein Ladekabel, weil ich das von meinen Kopfhörern vergessen habe, leider. Abschminktücher. Dann haben wir ganz schick Augenbrauenstift. Ja. Dann hatte ich noch einmal so ein Parfüm hier geholt. Dazu noch einmal das passende Deo. Aber da hatte ich letztes Jahr die kleine Version von geholt und ich fand... Ich hatte mir letztes Jahr das kleine Deo davon geholt, weil ich nur einen kleinen Koffer hatte. Und... da dachte ich mir, okay, dann hole ich irgendwie nochmal irgendwie ein kleines, was ich mir einfach so mitnehmen kann. Da gehen leider nur so eine ganz kleine. Deswegen ein Frühlingsduft, würde ich jetzt mal sagen. Dann habe ich mir natürlich noch einmal hier so eine, ich wollte eigentlich Eisentabletten, weil ich leider meine vergessen habe zu Hause. Das ist so Elektrolytentabletten, wie auch immer. Raspberry war, sage ich mal, jetzt so das nächstbeste, was ich jetzt auf die Schnelle bekommen habe. Den habe ich auch auf TikTok überall gesehen, schon eine längere Zeit her. Das war so in amerikanischen Videos, dass die irgendwie sehr gut sein sollen. Aber die gab es jetzt bisher noch nicht bei uns. Es gibt ja manchmal welche bei TK Maxx und teilweise selten mal in so normalen Supermärkten. Ich bin wahrscheinlich auch die Einzige, die Haushaltssachen im Urlaub kauft, aber ja. Wenn es was hier gibt, was es bei uns nicht gibt, dann wird es mitgenommen. Und das gilt auch fürs nächste Produkt. Und zwar... vielleicht kennt ihr es und es klingelt beim einen oder anderen, aber das soll richtig gut zum Putzen sein. Ich hoffe, ich darf das überhaupt mitnehmen. Ich packe das natürlich doppelt und dreifach ein, dass das nicht platzt im Koffer. Dann werde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Es geht weiter mit einem Essenseinkauf. Auch wenn ich von der Marke nichts halte, ging es nicht anders, weil da, wo ich eingekauft habe, gab es keine andere Soße. Das ist so eine Pilzsoße. Ich hoffe, man braucht dafür keine...
Sahne und das geht einfach so mit Wasser. Die brauche ich nämlich. Eigentlich eine andere Soße, aber die gab es nicht in vegan. Für die dann hier. Die wollte ich natürlich auch testen. Kommen wir zum Highlight des Tages. Veganer Kartoffelsalat. Ich glaube, das ist so einer, wie wir den auch bei uns machen. Eine Lime, Zero, Sugar, Cola. Und ich glaube, die gibt es nicht bei uns. Aber ich bin da auch nicht so im Game drin. Ich kenne mich da nicht aus. Schmeckt aber eigentlich ganz gut. Ich glaube, das ist wirklich nur Erdbeersaft, aber so sieht die Verpackung aus. Eigentlich ganz süß. Auf der anderen Seite natürlich hier. Mit einem schönen See. Nee, gar nicht. Mit einem schönen Meer. Und ich werde gleich mal den Kartoffelsalat probieren und euch zeigen, wie der mir schmeckt. So sieht der jetzt aus. Es riecht ein bisschen anders als Kartoffelsalat, aber der Geschmack ist komplett anders. Komplett. Ich glaube, ich kann es ganz gut beschreiben. Er schmeckt einfach nach so einer Cremesahne, was man zum Beispiel auch so zum Kochen nehmen würde. Leicht, ganz, ganz leicht salzig, süßlich und durch den Schnittlauch so ein bisschen dieses typische Schnittlauch, leichte Zwiebel-Feeling. Also der Geschmack an sich ist nicht schlecht, aber auf jeden Fall komplett anders als bei uns. Also wirklich komplett anders von allem. Könnte ich mir, würde man jetzt grillen oder so zum Brot trotzdem gut vorstellen, aber man darf halt nicht mit der Erwartung reingehen, dass es wie bei uns schmeckt. Aber ansonsten trotzdem ein gutes Produkt. 3 bis 3,5 von 5, weil der Geschmack an sich nicht schlecht ist. Und auch nicht so sehr deftig, was man ja manchmal hat, sondern so ein bisschen, ja, lockerer. Det ser ändå ut som att det blir lite luckor här och var där solen kan visa sig. Möjligtvis att de tunna månslöjorna ger oss ett litet soldisigt intryck. We'll be right back.
echt sagen, am vorletzten Tag bin ich wirklich nur noch ein bisschen umhergelaufen. Habe ein, zwei Sachen vielleicht noch eingekauft, die ich mitnehmen wollte. Und habe mir noch ein paar Kleinigkeiten angeschaut.